Hallo zusammen, hier ist der Robert und hinter der Kamera die Claudia. Heute geht es mal wieder um unseren Tank. Und zwar einen kurzen Blick, ich habe gerade ein paar Korallen gefüttert und das hat mich natürlich dazu gebracht, dass wir demnächst nochmal eine separate Folge machen, welche Korallen wir wie füttern. Und das sieht man ja nicht bei jeder, aber bei manchen, wie bei diesen Großpolypigen, in dem Fall sind es 5er Cantophyllias, da sieht man das ganz gut, wenn die richtig aufmachen und dann auch tatsächlich fressen. Diese Folge aber hat was mit der Sicherheit zu tun, und zwar mit der Wassersicherheit. Ihr kennt das vielleicht, mir ist es jetzt einmal passiert in einem Jahr, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft und mein Eimer ist übergelaufen. Und wie man das verhindert, das besprechen wir gleich. Also im Prinzip geht es um das Gerät hier. Das ist von Auto Aqua. ASOV heißt das Gerät. Wir haben sowas Ähnliches, und zwar für die Wassernachfüllung. Und das ist jetzt der umgekehrte Fall. Das hilft zu verhindern, dass Wasser überläuft. Aber das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich blende euch jetzt mal ein. Ich habe das in einer der Folgen schon gemacht, gesagt, dass wir uns das einfach gemacht haben. Unser Wasseranschluss ist etwa 15 Meter weg. Und wir haben uns dann einen langen Osmoseschlauch gelegt und der kommt bis hier zum Aquarium. Entweder zu den Nachfülltonnen oder zu unserer Box, wo das Osmosewasser drin ist. Also wir haben uns natürlich jetzt das Unpacking etwas gespart. Das ist der Inhalt des Kartons, das ist alles gut verpackt. Wir haben darin ein Netzteil, wir haben darin einen Halter für den Schlauch. Das hier wird das Magnetventil sein. Übrigens ganz wichtig, hier ist ein Pfeil drauf, den muss man später beachten. Und hier ist dann das Herzstück sozusagen, der misst den Level und ein Magnet für das Gegenstück. Jo, und wir bauen das jetzt einfach mal in unsere Nachfüllwassertonne ein. So, als allererstes nehmen wir unseren Osmoseschlauch. Der Pfeil ist in diese Richtung, also stecken wir den hier rein. Danach nehmen wir natürlich, sehr klar, das Wasser muss ja wieder rauskommen. Hier rein. Ja, das war jetzt schon mal der erste Teil. Dann würde ich sagen, macht es Sinn, dass wir diese Schlauchhalterung nehmen. Und die befestige ich jetzt. So, das ist Schritt 2. Wir haben hier zwei Anschlüsse. In einem kommt das Stromkabel rein. Und in den zweiten kommt das Magnetventil rein. So, und hier dran ist die Sonde, die uns dann später sagt, halt, Wasser ist voll, es muss aufhören. Das sieht so aus. So, der letzte Schritt. Das Ding sollte natürlich vorher eingebracht werden. Es wird angebracht. Und jetzt würde das Wasser genau bis zu dieser Kante gehen und dann würde die Anlage stoppen. Kann man natürlich auch noch tiefer setzen, wenn man das möchte. Ist natürlich jetzt kein optimaler Behälter dafür. Aber das Prinzip habt ihr doch bestimmt verstanden. Also sobald das Wasser jetzt diese Höhe erreicht, gibt das an das Magnetventil halt, ich bin voll, es darf nicht mehr nachgefüllt werden. Das Ganze können wir natürlich auch wunderbar für unsere Nachfüllbox nehmen, die fast 60, um die 60 Liter circa. Also wenn das Ding drin ist, kann ich es laufen lassen, ohne dass ich Angst haben muss, dass meine Wassergefäße überlaufen. Auch eine super Sache, finde ich. So, wir haben das jetzt installiert und man hört jetzt nach dem Einstecken erstmal drei Pieptöne und das Wasser kommt an. Wir haben hier auf der... Wenn wir mal kurz gucken, es gibt eine einzige Schaltung. Wenn man hier drauf drückt, einmal fängt er an zu laufen. Man kann hier drüber aber auch die Pause einschalten. Das ist alles. Also wenn das Ding voll ist, stoppt er und das war's. Gibt natürlich dann auch nochmal ein 3- oder 5-fach Piep, wenn das Ding voll ist. Aber es passiert nichts, es kann nicht überlaufen. Ich hoffe, die Folge war für euch interessant. Für mich war es. Ich habe einmal Wasser geplätschert. Zum Glück nicht so viel. Es ist hier auch, habe ich gemerkt, ein bisschen abschüssig. Also das lief dann schon Richtung Schrank. In dem Fall hat es zum Glück nichts passiert.
Aber ich denke mal dran, ne, wie habe ich das immer gemacht? Ich mache einen Timer auf dem Handy, sage hier, Siri, erinnere mich in einer Stunde wieder. Das heißt, man ist immer wieder am Gucken und am Machen, wann das Wasser voll ist. In dem Fall wird es jetzt automatisiert. Das heißt, ich schließe die Kabellage an, den Geber und das Magnetventil. Und wenn das Ding voll ist, bleibt das Ding stehen. Und es kann nichts mehr passieren. Und das ist wichtig. Und zu guter Letzt, das Ding kostet 69,90 Euro. Also das ist eine sinnvolle Anschaffung, um zu verhindern, dass einem zu Hause das Wasser an die Füße läuft. In dem Sinne kommt übrigens von Aquarium, von dem Distributor Großhandel. Der vertreibt das für den Fachhandel und für die Endkunden. Das gibt ganz normal im Geschäft zu kaufen. Also ich erachte es für eine sehr sinnvolle Erweiterung des bestehenden Setups. In dem Sinne, happy reading euch allen und bis zur nächsten Folge. Ciao.